Hallo ihr Lieben. So, wir sind jetzt beim nächsten Mal bei Vibeset und ich habe diesmal zwei so eine Weihnachtsbäumchen. Ich fand die echt zuckersüß und hatte die für ein anderes Set noch mit dazu bestellt. Und ich finde das Set tatsächlich sehr, sehr schick. Ich mag es, auch wenn ich mich bei dem einen, das werdet ihr gleich sehen, das werde ich euch dann auch nochmal sagen, ein bisschen, ich will jetzt nicht schon wieder sagen, doof angestellt habe, aber Tatsache habe ich mich, glaube ich, doof angestellt. Aber ansonsten, es sind zwei Bäumchen, zwei unterschiedliche Höhen und der Holzleim muss mit dazu gekauft werden, beziehungsweise muss, der gehört jetzt eben nicht in dieses Set mit rein. Und dementsprechend sollte jemand zum Beispiel vorher, dass die auch gerne angemalt haben wollen, dann sollte er das vorher machen und nicht erst im Nachhinein. Ich hatte ursprünglich einen anderen Plan. Ich wollte ursprünglich den einen Baum gerne ansprühen. Leider hat mein Spray nicht funktioniert und dementsprechend musste ich mich jetzt so ein bisschen umorientieren. Aber ansonsten hat sich's wirklich gut gemacht. Das heißt, es war alles mit dabei. Die Murmeln waren mit dabei. Die Schaschlikspieße waren mit dabei und auch diese kleinen Holzplättchen oder wie auch immer man das schimpft, war mit dabei und dadurch war das dann auch vollkommen okay. Ich musste den immer so ein bisschen schauen, dass der gerade bleibt. Das war jetzt gar nicht so einfach und habe tatsächlich eben festgestellt, dass leider die Höhe und die Schaschlikspieße, ich habe es nicht gekürzt bekommen. Ich habe es aber auch ein bisschen Probleme mit den Händen, das heißt, ich konnte leider nicht so knipsen, wie ich gerne wollte. Und also es kann auch ein Stück weit an meiner Kraft in den Händen gelegen haben. Also will ich es gar nicht schlecht reden. Ich habe es einfach nicht hinbekommen und musste dann dementsprechend ein bisschen improvisieren. Und habe dann letztendlich einfach, es war von den Murmeln noch was da, also dementsprechend habe ich dann einfach ein paar Murmeln mehr hingemacht. Was auch vollkommen okay war, bei dem größeren Bäumchen fiel es nicht ganz so dolle auf. Es waren ja zwei unterschiedliche von der Höhe her und dementsprechend war das dann auch okay. Und es war eine Baumspitze mit bei, was dann eben auch sehr süß aussah, nämlich dass ich dann halt eben so solche Sternchen, wie die da liegen, dann als Baumspitze hatte. Ihr seht schon, immer wieder musste ich das Bäumchen ein bisschen gerade machen, aber letztendlich sind sie gerade jetzt und ich finde sie sehr, sehr schön. Ich mag den Stil ja sehr, sehr minimalistisch, aufgrund dessen, weil ich das halt vom Stil her eher mag, als jetzt zum Beispiel so ein bisschen aufwendiger zum Beispiel. Also ich bin ja nicht so der extreme Deko-Freak oder so. Ich brauche es alles ein bisschen schlichter und dadurch fand ich das nicht schlecht. Ich habe die Bäumchen dann auch ein Stück weit trocknen lassen, weil mit durch den Leim und so musste dort ja ein bisschen geschaut werden, dass die halt gut durchtrocknen und mir nicht irgendwann umkippen. Ja, und dann habe ich sie tatsächlich so ein bisschen angesprüht. Leider hat es nicht so funktioniert. War ich ein bisschen traurig, weil dieses Spray anscheinend, was ich hatte, nicht funktioniert hat. Es war leider sehr, sehr schade und hat mir dann so ein bisschen geholfen, indem ich dann... Ihr seht noch, ich habe da jetzt einfach unheimlich toll gekämpft und gehofft, dass doch noch das Ganze funktioniert, aber es hat nicht funktioniert. Und habe dann letztendlich alles mit Pinsel nachgemalt, weil ich ja erstens mit der Farbe jetzt schon angefangen hatte und ich dieses Gold, also halt auch kein ganz schillerndes Gold, sondern so ein ganz hübsches Zartes, gerne nehmen wollte und eben dadurch dann eben mit den Pinseln das Ganze dann bemalt habe und ich finde das Ergebnis trotz allem tatsächlich sehr schön. Ich habe auch nur einen einzigen Baum davon angemalt, weil ich tatsächlich den anderen gerne so in dem Natürlichen lassen wollte. Ist alles Geschmackssache, man kann das in quietschgelb, in grün, in blau, in was weiß ich alles machen. So wie man sich das gerne vorstellt, wie schön das für jeden ist und
Dadurch, glaube ich, kann man sich da ganz toll kreativ auch austoben. Das können auch Kinder, wie gesagt, wenn man es wirklich anmalen will, gerne auch vorher schon machen, damit es halt dann einfach am besten auch funktioniert. Und genau, und dann habe ich Tatsache das Ganze sehr, sehr schön für mich hinbekommen. Ich finde es, wie gesagt, sehr süß, das Set. Wer auf ein bisschen minimalistisch steht, der findet, glaube ich, da so ein bisschen seine Freude daran. Und ihr seht schon so ein bisschen, wofür ich diese Bäume genommen habe. Das Set seht ihr gleich noch. Ich lade beide hoch, verlinke sie euch. Die waren jeweils auch wieder von Raya. Leider hatte ich nicht bedacht, dass diese Bäumchen leider nicht da reinpassen. Ich dachte auch schön, Bäumchen stellen wir da mal rein. Nee, hat leider nicht funktioniert. Das war aber, glaube ich, so ein Ding Frauen und räumliches Sinn. Aber so habe ich andere Deko, die ich noch so zu Hause hatte, habe ich dann Tatsache da mit rein dekoriert und ich finde, das ist eine schöne Kombi. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar oder ein Abo. Und ansonsten bis nächsten Sonntag. Tschüss!